Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Infonews aus dem SCS Software Blog. Ja, das Westbalkan DLC, ich will nicht sagen, steht in den Startlöchern, aber nimmt Formen an. Und SCS informiert uns natürlich hier ganz genau über Details, was kommen wird. Und da bin ich jetzt mal ganz hellhörig geworden. Wisst ihr warum? Wer es gut, wer es gelesen hat, ist eigentlich der erste Part hier. Das finde ich eigentlich richtig mega. Warum? Hier steht, wir starten mit einem neuen Logistikdepot. Corona. Und das ihnen unzählige Aufträge mit unterschiedlichen Ladungen bietet. Und jetzt kommt es mit kniffligen Orten zum B- und Entladen. Das ist der springende Punkt. Das ist eigentlich, also in dieser ganzen News, die SCS hier rausgehauen hat, ist das für mich der wichtigste und geilste Punkt an dieser Info. Ne? Also knifflige Orte zum B- und Entladen. Das ist so, das heißt praktisch, wenn ich jetzt Baumaschinen zu einer Baustelle fahre, wie wir zum Beispiel auf den Straßen immer haben, als Beispiel, ne, so am Rande zu wegen. Das, sowas ist ja nach wie vor geil. Nicht, dass du hier einfach so Bagger zu Eurogoodies an der Rampe stellst. Ne, macht ja auch wenig Sinn. Deshalb finde ich es auch gut, dass SCS jetzt nach und nach diese ganzen Frachten so anpasst, damit du das dahin fährst, wo es auch hin muss. Ne? Hier zum Beispiel, die Schreibmarine, ne? Gibt es dann ganz viel Westseite, viele Inseln, umfasst Depot, blablabla. Hier steht im Prinzip alles drin, dass sie es genauso machen wollen. Also alles, was das Meer zu bieten hat, Fisch, Meeresfrüchte und halt Gebietesfahrten, heißt praktisch, dass wir das alles dann in den jeweiligen Hafen hinfahren müssen. Auch hier Flusshafen zum Beispiel, ne? Die Donau fließt da so ein bisschen rum, ne? Und da haben wir praktisch sogenannte Frachten, die wir umladen müssen, zumindest jetzt hier, wofür Häfen da sind, also die Wasserstraße. Finde ich auch ganz interessant, diese Seehäfen, da schauen wir uns gleich die Bildchen dazu an, das sieht man hier eigentlich ganz, ganz hübsch. Ich schätze mal auch hier so Steine und so Gedöns oder mal gucken. Ölfelder, Ölförderung. Wird bei uns hier noch irgendwo Öl gefördert? Wäre mir neu, aber okay, gut, nehmen wir mit, egal. Chemielager haben wir noch, ganz groß. Wir haben Bauxit-Terminal haben wir dann hier. Wir haben Aluminiumgießerei, ja, kann sein. Boah, irgendwo schon. Metallleichtfabrik, Aluminium wird immer gebraucht. Ist ja alles so schweinsteuer geworden, ne? Ganze Gelümpe. Autoteile, klar, vieles kommt aus dem Osten. Da, wo die Nadel schon keinen Bock mehr hat auf dem Kompass, so weit ist es im Osten, da kommen auch die Autoteile her. Klar, macht auch Sinn, kostengünstig und so, ihr wisst ja. Und Wohnwagenfabrik, ich meine, in Slowenien. Ist Slowenien im Westbalkan mit dabei? Stehe ich gerade auf dem Schlauch, wer es weiß, darf es gerne kommentieren. Da gibt es ja den Caravan-Hersteller, ich glaube Adria müsste das sein. Die haben da auch so ein Werk. Und so. Jetzt gucken wir uns mal die Bildchen an. Ich bin mit Bildchen gespannt. So, pass mal auf hier. Flup. So, da ist es. So, da sieht man das ja immer so ein bisschen. Ne? Aber kann man noch nicht viel erkennen. Ach hier, also dieses Lade. Ach hier, genau, dieses Lade- oder diese Logistik-Ding, ne? So eine Fläche, wo verschiedene Ouvrier dann rumstehen. Und das ist dann das, was sie dann hier geschrieben haben. Mit kniffligen Orten zum B- und Entladen. Also da bin ich da. Also da, das ist ich habe es vorher schon gesagt, das Beste an der ganzen News, dieses knifflige B- und Entladen. Das ist das genau das, was ich hoffe, ihr auch zu Hause, ihr wollt, ne? Nicht alles nur an der Rampe rammeln, sondern wirklich irgendwo in Timbuktu im Wald irgendwie Baumstämme abladen, wie wir es teilweise eh schon haben. Solche Geschichten brauchen wir, ne? Ein bisschen Action mit dabei ist und so. Mega geil, da freue ich mich. Hier nochmal dieses Depot, sieht auch ganz stark aus. Ich hoffe, hier ist ein bisschen Animation mit dabei, Animation. Das wäre ganz gut. Und was auch natürlich klasse. Das Einzige, was mir hier ein bisschen aufschlägt, ist ja, wo ich wieder ein bisschen Bauchkrummeln kriege, ist, hier hinten habe ich ja den DAF im Hintergrund zu sehen. Den Auflieger und zwei Scanias hinten drauf. Also so eine Fracht will ich eigentlich an so einem Terminal hier nicht sehen. Das ist genau das, was ich ja meine. Das braucht kein Mensch. Denn auf so einem Terminal, da kannst du vielleicht Sand, Kies, vielleicht mit irgendwas anderes hin, wo du hier diese Big Packs laden kannst mit so einem Krone-Trailer oder so. Das macht dann schon mehr Sinn. Oder mit dem Kipper oder keine Ahnung. Aber nicht so Autotransport. Das hat eigentlich nichts zu suchen auf sowas. Ne? Das ist das, was ich immer meine. Also da muss man das vielleicht ein bisschen differenzieren. Logisch. Also finde ich, es meine persönliche Meinung. Ich hoffe, dass SCS das irgendwann mal tut. Wäre zumindest mega. Was man hier gut sehen kann, ist ja diese Aluminiumhalle, wo Aluminium dann zusammengeklebt wird. Und das finde ich wiederum geil. Eine Lagerhalle, wo du dann rückwärts runterfährst, ist natürlich auch wieder was Spannendes. Nicht immer so rückwärts an die Rampe rammeln, wie wir es schon erwähnt haben. Das ist das, was immer das Gleiche ist. Immer stumpfsinnig. Das wollen wir nicht machen. Wir wollen immer ein bisschen Action haben. Und deshalb finde ich das ja eigentlich ganz gut. Hier ist auch nochmal die Aluminiumhalle, oder das soll sie dann sein oder werden. Das ist jetzt bloß ein Teil davon, so ein Ausschnitt. Sieht aber auch schon mal ganz gut aus. Ne? Und es ist halt immer gut, wenn du reinfahren kannst und dann fährt oben dieser Portalkran und lädt dir dann dieses Zeug da auf. Und da wünsche ich mir natürlich auch irgendwann mal eine Animation. Du fährst rein beim Laster, drückst dann, ne, auf dein Symbol,
jetzt aktuell kommt ja bloß nichts, also dein Fenster, dass du, ja, herzlich willkommen, du hast ja dann, kannst deine Frau aufnehmen, blablabla, sondern du fährst da rein und dann kommt irgendwie eine Sequenz, ne? Die Plane geht auf und dann kommt der Kran und hebt deinen Stahlträger so, also eine, ich sag mal, eine virtuelle Beladung als Filmsequenz, das würde ich mir wünschen, das wäre noch geil, das würde es noch ein bisschen aufpeppen, würde auch mehr Spaß machen, als wie einfach nur sinnlos an der Rampe zu fahren, ne? Also das mal zu dem. Hier, das ist von diesem, soll von diesem Caravan-Dingsbums sein, zumindest war es so abgebildet, müssen wir mal schauen. Aber finde ich gut, ich finde alles, was hier SCS hier diesen neuen DLC, Westbalkan DLC mit reinkloppt, finde ich klasse, finde ich gut. Das heißt, wir kriegen besonders viele neue Frachten, wir werden richtig viel unterwegs sein und dann bin ich mal gespannt, was dann hier alles noch so zukommt. Aber ich finde es mega, ich finde es wieder geil. Ne? Also hier, ne? B-Laden, Entladen, puh. Lass uns überraschen. So, wenn ihr noch Fragen habt dazu, dann raus damit. Ansonsten will mal Dominik da lassen, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. In diesem Sinn, knitterfreie Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.